take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge. Wir kommen uns heute in diesem Video um die Karim Benzema SPC. Ihr könnt es sehen, wir sind heute auch wieder in der Web-App drin, beziehungsweise nur heute, denn vorhin gab es schon die UEFA Top-Spiele. Falls ihr das Video verpasst habt, checkt es auf jeden Fall gerne ab. Ging sehr, sehr ab. Wir hatten Packluck auf jeden Fall am Start. Und warum heute in der Web-App? Ganz einfach. Ich kann einfach FIFA 19 an der Xbox nicht starten. Werdet ihr wahrscheinlich auch das Problem haben, wenn ihr den Download quasi von FIFA 19 heruntergeladen habt, könnt ihr momentan kein FIFA öffnen. Die CD-Version, die funktioniert, da kann man FIFA 19 ganz entspannt auf der Konsole öffnen. Aber halt, wie gesagt, das ist auf jeden Fall der Grund, warum wir heute uns in der Web-App befinden. Und falls ihr neu seid und generell an SBCs interessiert seid, lasst gerne ein Abo da. Glocke aktivieren und verpasst da keine weitere Squad-Building-Challenge. Zerstört den Like-Button, wenn euch das mit den SBCs gefällt. Heute, wie gesagt, eine neue UCL Premium SBC mit Karim Benzema. Und wir wollen uns heute diese SBC wieder anschauen mit dem Format. Lohnt sich die SBC? Ja oder nein? Kurz erklärt für die, die nicht Bescheid wissen, was ist dieses Format? Was machen wir eigentlich bei dem Format? Und zwar schauen wir uns die SBC im Detail an. Heißt, ich habe auch eine Lösung für euch vorbereitet bei Karim Benzema. Außerdem geht es dann weiter mit, okay, was kostet die SBC eigentlich? Ja. Was gibt es für Packs zurück? In dem Fall gibt es jetzt schon mal keine Packs zurück, sondern nur ein Karim Benzema. Das müssen wir auf jeden Fall schon mal hinter die Ohren schreiben. Ja, und generell möchte ich einfach eure Meinung wissen. Ich werde jetzt meine Meinung euch in diesem Video mitteilen. Wir werden dann gemeinsam hoffentlich in den Kommentaren diskutieren können. Und ihr könnt gerne der gleichen Meinung sein wie ich. Ihr könnt aber gerne auch eine andere Meinung haben. Lasst uns da gemeinsam im Kommentarbereich einfach miteinander quatschen. Und lasst uns drüber reden über die SBC, ob sich das Ganze lohnt oder halt nicht. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir rein. Heute ein bisschen anders, weil wir natürlich nicht an der Konsole sind. Werden wir nachher noch in Footbin reingehen und da werden wir uns natürlich dann auch im Detail die Karte anschauen. Damit wollen wir anfangen. Vorab aber hier nochmal kurz durchlesen. Karim Benzema, wie gesagt, am Start. 3 Tage ist die SBC verbleibend. Übrigens ist noch eine Carlos Vela SBC parallel zu den UEFA Top-Spielen rausgekommen. Die Carlos Vela SBC, um das hier vielleicht nochmal kurz zu benennen. Ablauf in 13 Tagen aufgrund des zeitlichen Diskrepanz hier. Also Ablauf in 13 Tagen und Ablauf in 3 Tagen ziehe ich die Karim Benzema SPC jetzt einfach vor. Es ist so, dass ich Donnerstag zum Beispiel nicht hier zu Hause bin und deshalb werden die Topper-Team wahrscheinlich Donnerstag nicht kommen. Wird wahrscheinlich dann einfach ein Lückenfüller sein. Carlos Vela, da wird wahrscheinlich dann Donnerstag oder halt vielleicht sogar morgen, wenn morgen nichts ansteht, die Carlos Vela SBC also nachkommen. Also da auf jeden Fall keine Sorge. Carlos Vela wird auf jeden Fall auch kommen, die SBC. Aber wie gesagt, anfangen wollen wir mit der Karim Benzema SBC. Erhalte UCL Moment Benzema, mit dem wir sein Traumtor in der Vorrunde 12 und 13 feiern. Also da schauen wir hier die Beschreibung und wir bekommen halt als Belohnung einen UCL Primo SBC Benzema und zwar untauschbar. Ja, und jetzt schauen wir uns den Ganzen mal an. Wir gehen kurz mal rein in den Squad und das ist hier diese Karte. 90er Stürmer, Benzema mit 84 Tempo, wir haben 89 Schuss, wir haben 86er Passen am Start, 90er Dribbling, 35 Def und 86 Physis. Ja, die SBC selber, ihr seht es, 85er Squad müssen wir ja abgeben. Die SBC selber kostet 130k. Also das ist natürlich auf jeden Fall schon mal richtig, richtig ordentlich. 130k muss man sich auf jeden Fall überlegen, ob man ihn abschließt. 90er Karte. Und wir bekommen keine Packs zurück. Also das auf jeden Fall schon mal, müssen wir ganz klar auf die negative Seite packen. Und zwar, es gibt keine Packs zurück, es gibt nur ein Benzema zurück. Das müssen wir auf jeden Fall schon mal aufschreiben. Tja, und dann, ihr wisst Bescheid, werde ich das ja auch immer mit reinnehmen. Und zwar, was kostet eine 90er-Karte? Denn wenn man diesen Benzema abschließt, kann man ihn im Endeffekt ja auch immer noch in der SBC reinsetzen. Und eine 90er-Karte kostet auf dem Transfermarkt Stand jetzt 70 bis 75k. Wenn wir mal vom höchsten Wert ausgehen, und zwar 75k, sagen wir mal, wir haben eine Differenz von 55k im Verhältnis zur zur SBC. 55k zu den 130k, die die SBC dann kostet. Also, wir bekommen keine Packs zurück, das ist richtig mies. Trotzdem jetzt mal kurz zu den Voraussetzungen. Wir haben hier mindestens einen Spieler von Real Madrid, den wir einsetzen müssen. Mindestens halt 85 Teamschmie, also nur ein Squad, kann man auf jeden Fall als positiv sehen. Wir haben nicht mehrere Squads, das ist schon mal ordentlich. Aber halt, wie gesagt, 85er Squad, mindestens 75 Teamchemie, muss man eigentlich auch positiv ansehen, dass wir keine hohe Teamchemie, keinen hohen Teamchemie-Wert haben. Und dann eine Anzahl der Spieler im Team sind dann, wie gesagt, 11. Ja, und den Benzema schauen wir uns gleich nochmal im Detail bei Footbindern an. Denn, wie gesagt, das können wir hier ganz entspannt eigentlich gar nicht mehr machen, weil wir halt in der Web-App drin sind. Und zum Squad selber, ich werde euch jetzt hier eine Lösung zusammenbauen und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, und da bin ich zurück mit einer Lösung für Karim Benzema. Vorab, bevor wir reingehen zu dem Squad, nochmal kurz das Kartendesign. Das Kartendesign sieht natürlich nice aus, auch mit dem bewegten Bild und so. Ist das für euch ein Kriterium, wo ihr sagt, okay, weil das Design so geil aussieht, schließe ich diese SBC ab, ja oder nein? Mein erster Eindruck, 130k für die Karte, ich weiß nicht so wirklich. Eher ein No-Go für mich. Wir werden aber gleich nochmal ins Detail gehen bei Footbin. Vorab aber nochmal hier eine Lösung für euch, die ihr theoretisch 1:1 nachbauen könnt, wenn ihr Lust und Laune habt. 78 Teamschmiede haben wir hier zusammen. Wir haben den 85er Teambewertung zusammen und die vier Bedingungen, wie gesagt, erfüllt. Wir haben einmal Alexis Sanchez auf der linken Seite, der dann zu Lukaku linkt. Dann haben wir Hazard am Start mit Witzel. Dann haben wir unten Sommer als Links- und Rechtsverteidiger, Torhüter wieder, Kepa und Sommer. Dann haben wir Savic, Nacho Fernandes und Adan am Start. Ihr seht auch bei mir ein paar Erstbesitzer mit am Start. William Carvalho ist außerdem im Mittelfeld mit dann Fabinho und das war's. Also, das ist eine Möglichkeit, wie ihr den ganzen Squad zusammenstellen könnt. Ihr werdet den einen oder anderen bestimmt zusammen haben, also beziehungsweise als Erstbesitzer haben und dann halt den Squad zusammenbilden können. Ein 85er Squad, wie gesagt, kostet euch ungefähr 130k, wenn ihr das Ganze nachbauen wollt. Ja, und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Sanchez schon habt oder einen Lukaku, dann wird das Ganze natürlich viel, viel billiger. Oder halt zum Beispiel mit euren Untradables generell könnt ihr das natürlich billiger nachbauen. Also das zu Karim Benzema und zu der Karte selbst. Und dann sehen wir uns jetzt gleich den Karim Benzema im Detail mal an bei Footbin. Und insofern würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also haut rein und dann schauen wir uns mal an, was wir so für positive und negative Seiten an dieser Karte feststellen. So, und da bin ich zurück hier bei Footbin. Wir haben Benzema einmal am Start und anfangen wollen wir mit der Spielerbio von ihm. Und da haben wir 4 Sterne am Start. Das müssen wir auf jeden Fall schon mal positiv auf jeden Fall werten. 4 Sterne, sehr, sehr nice, sehr, sehr spielbar dann auch in-game. Er ist 1,85 groß, also das Körpergröße ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Und dann geht es weiter mit einem negativen Punkt. Und zwar haben wir hier auf die Arbeitsraten defensiv. Haben wir hier gering und bei den Offensiven haben wir nur Mittel. Also das ist natürlich nicht so, so geil. Schon allein bei Stürmern, die Mittel haben, finde ich schon extrem, mal gar nicht so geil. Sehr, sehr ungeil. Und hier jetzt quasi gering und Mittel zu haben, da muss ich ganz klar sagen, das ist ein Abturner. Da muss ich ganz klar sagen, Benzema eher ein No-Go. 130k für die SPC mit den Arbeitsraten, ich weiß nicht so wirklich. Dann jetzt hier zu den Stats selber. Wir sehen, er hat ein 84er Tempo am Start. Also hier Sprintgeschwindigkeit und Antritt ist am Start mit 84 und Sprinttempo mit 84. Also hier das am Start. Dann haben wir den Schuss mit einem Positioning von 95 und den Abschluss bei 87. Schusspower bei R90 ist auf jeden Fall auch schon mal nice. Wir haben, er kann köpfen hier zum Beispiel. Das ist sehr, sehr nice. Die Kopfballgenauigkeit. Wir haben ein Tempo am Start mit ein Tempo, sag ich schon, eine Sprungkraft natürlich bei 80 und dann haben wir eine Ausdauer bei 82, könnte auch besser sein, ist aber okay, würde ich sagen, eine Stärke bei 91, gucken wir uns mal den, ne Leute, na gut, der kurze Pass ist bei 92, aber langer Pass geht ja gar nicht fit, Vision ist sehr, sehr nice mit 95, genauso, also Übersicht und für die kein Englisch können in der Richtung, also Übersicht und halt kurzer Pass bei 92, das gefällt mir richtig gut. Der Schuss, den kann man ja je nachdem auch boosten. Also das haben wir auf jeden Fall am Start. Aber 130k für diese Karte, ich weiß nicht so wirklich, Leute. Ich weiß nicht so wirklich. Lasst mich da gerne eure Meinung einfach mal wissen in den Kommentaren. Dann können wir mal gucken, was wir mit der Karte machen können. Natürlich haben wir im Basic nicht viel, aber schon einiges. Wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel einen Hawk draufpacken, haben wir 93er Stürmer am Start. Was können wir noch aus ihm rausholen? Natürlich einen Hunter würden die meisten wahrscheinlich nehmen. Aber hier sieht man, Tempo dann auf 94, das ist nice. Was man noch boosten kann, ist halt hier, also was will ich auf jeden Fall machen mit der Sprungkraft 90, 95, das wäre bestimmt nice. Aber der Schuss ist dann wiederum schlecht. Was könnte man, das könnte man, Finisher wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Da ist der Schuss dann auf Maxwert, aber Tempo will man vielleicht auch haben. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht so eine mittlere Karte. Was ballert man drauf? Ja, das ist die große Frage. Catalyst. Wenn man ihn vielleicht im ZOM spielt, man weiß es nicht, ne, dann würde hier ein 93er davon. Aber Deadeye 94er sogar und 94er Stürmer wäre auch nicht schlecht. Also da gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Trotzdem, fazitmäßig muss ich ganz klar sagen, 4 Sterne, nice. Körpergröße auch okay. Gibt es aber einige Alternativen auf dem Transfermarkt für 130k, wie ich finde.
Und ja, hier haben wir jetzt 101,85. Er ist groß, ja, nice. Arbeitsraten schrecken mich definitiv ab. Ja, und ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht, aber die Werte könnten dafür auch besser sein. Ich bin überhaupt gar nicht so überzeugt von dieser SPC, muss ich ganz klar sagen. Und wir können direkt mal reingehen und zwar bei den, ja, uns anschauen, was quasi Spieler kosten würden, jetzt für 130k. Und das schauen wir uns doch direkt mal einfach an, wenn wir hier hingehen und sagen Maxpreis bei 130k. Und dann gucken wir uns einfach mal an, was wir dafür bekommen könnten. Also es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und hier müssen wir jetzt noch ein 130. Na, wir können es da unten einstellen, sehe ich gerade. Machen wir 100 bis 200 rein. Und dann sehen wir hier schon, wenn wir hier jetzt die Position dann einwechseln. Zack. Ja, da gibt es schon viele Alternativen, auf die man vielleicht einfach mal gehen sollte. Hier zum Beispiel Live-Karte mit Duvan Zapata hat zuletzt erst einen Inform bekommen für 177k. Wenn wir aber jetzt einfach mal in der von Benzema in der Liga bleiben und das mal anschauen, das wäre vielleicht auch ganz interessant. Die La Liga Santander. Ja, da gibt es ja schon gar nicht mehr so viel tatsächlich. Diego Costa mit dem Screen Boost wäre natürlich auch nice. Wir haben Rodrigo am Start. Welche Karte ist das? Weiß ich jetzt gerade nicht genau. Gucken wir direkt mal hier nach. Wir haben Ben Yedder, der mit den 5-Star, 4-Star. Hi, hi. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Quincy Promise, auch eine geile Karte. Also das auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir haben hier, wie gesagt, Quincy Promise am Start. 5 Sterne, 4 Sterne. Nice. 100k. Kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Also insofern würde ich sagen, da gibt es gute Alternativen. Ben Yedder haben wir eben schon noch abgecheckt. Ben Yedder, gehen wir mal ein. Und da haben wir, wie gesagt, ich glaube, einer der Informs war es. Also hier auf jeden Fall 145k, 5 Sterne, 4 Sterne. Er ist nicht der größte, klar, aber er hat auch ordentliche Werte. Hier, Positioning, Finishing und so weiter und so fort. Also die Alternativen sind da auf jeden Fall da. Die Alternativen sind da. Und ja, lasst es mich wissen, ob ihr ihn abschließt oder nicht. Die Karte ist keine Live-Karte. Das kam beim letzten Mal auch schon öfter in die Kommentare. Die Karte ist keine Live-Karte. Insofern soll es das jetzt gewesen sein mit dem Video. Eure Meinung ist gefragt. Ab damit in die Kommentare. Und dann sehen wir uns die Tage bei Vela wieder. Bei irgendeiner anderen SPC. Würde mich auf jeden Fall freuen. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.